mich heute auf das Elend dieses Landes kurz passen. Das da oben sitzt die Grünen, ihr wisst es. Und Grüße, wie heißt der? Alexander Roth vom Waiblinger Blatt, wo steht er? Der ist ja herzlich willkommen, wir sind ja alle immer sehr friedlich auf diesem Platz und überhaupt, gell, Waiblinger Blatt? Ah, da steht er, sag mal hallo, Alexander Roth vom Waiblinger Blatt, ne? Wir sind immer friedlich, höflich, respektvoll und anständig und ich hoffe, du notierst das auch genauso und bitte keine falschen Nachrichten. Cem Özdemir, Cem Özdemir, unser PKK-Sympathisant, ne, der bei Öcalan gesprochen hat mit verbotener Öcalan-Flagge, Notizen machen bitte, sagt, der deutsche Nachwuchs heißt Mustafa, Givoncio Giovanni und Ali. Zum Glück heißt er nicht Cem Özdemir, dass wir so viel davon haben. Aber ich sage euch eins, deutsche Eltern geben ihrem Kind einen deutschen Namen. Türkische Eltern geben ihrem Kind einen türkischen Namen. Italienische Eltern geben ihrem Kind Italienisch, Spanisch und so weiter. Man kann nicht sagen, dass der deutsche Nachwuchs auf einmal einen anderen Namen hat, nur weil es dem Landwirtschaftsminister, der Geldbesten für die Hennen machen möchte, dass der uns vorschreibt, wie unsere Zukunft zu heißen hat, unsere Kinder. Er soll sich um seine Familie kümmern. Robert Habeck, wer kennt den? Robert Habeck, der unser Land zugrunde richtet wirtschaftlich. Robert Habeck sagte, Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht. Robert, warum bist du noch hier? Warum hast du dieses Land noch nicht verlassen, wenn du bis heute nicht weißt, was du damit anzufangen hast? Aber wir wissen, dass sie dabei sind, es zu zerstören. Wirtschaftlich ein Totalschaden. Robert Habeck. Atomkraft, nein danke, hat man gebrüllt und geschrien. In einer völlig paranoiden Verquerung und Verdrehung der Gefahren, die durch Kernspaltung verursacht sind. Man hat immer auf die Atombomben gezeigt, hat aber vergessen, welchen Todeszoll denn die anderen Energieumwandlungsmethoden so bringen. Und wenn man mal nachguckt, wird man feststellen, der Todeszoll pro Terawattstunde liegt bei der Kernkraft bei 0,007 und bei der Kohle bei etwa 50. Und wenn man da genau hinschaut, muss man sagen, Kernkraft ist einfach gut. Aber wir waren dumm genug und blöd genug, um nach Tschernobyl, das von interessierten Kreisen hochgehypt wurde, die eigene Forschung ad acta zu legen. Und wir sind im Hinblick auf Nukleartechnologie nicht ganz zum Entwicklungsland geworden. Es gibt ja noch hoffnungsvolle Forschungen. Der Dual Fluid Reactor ist ein Beispiel davon. Aber das, was in Deutschland entwickelt wird, wird ja dann genutzt. Wo? Zum Beispiel in China. Ah, und hier ist der Herr Roth. Was hat er geschrieben? Herr Roth hat heute getwittert. Der Herr Roth von der Waiblinger Zeitung, das war übrigens eine Zeitung, in der im Nationalsozialismus die entsprechenden Postillen rauskamen. Und heute kommt ja analog etwas Ähnliches heraus, wenn ich seine Arbeit so betrachte. Aber Herr Roth kann uns ja vielleicht mal positiv beeindrucken, wenn er es fertig bringen sollte, tatsächlich einen sachbezogenen Beitrag zu bringen. Aber wenn ich seinen Tweet so lese, in Stuttgart demonstrieren heute wieder einmal die extreme Rechte. Ich frage mich, wo hier meine Rechte ist, aber ich habe ja gemeint, ich glaube, er meint zum Beispiel Leute wie mich, da muss man ihn fragen, was geht in diesem Kopf vor und was versteht dieser Kopf unter extremer Rechten? Wir haben jetzt 2 Jahre lang gegen Corona-Freiheitseinschränkungen demonstriert. Ich war auch einige Male dabei. Nach 2 Jahren können wir festhalten, ich glaube, wir haben heute eine Inzidenz von 1000 hier in Stuttgart. Sie stehen alle dicht beisammen, alles gar kein Problem. Ich persönlich habe 2x Corona gehabt. Ja, ich war ungefähr 12 Stunden krank. Gut, in meinem Fall war es vielleicht glücklich verlaufen. Ja, aber in vielen anderen Fällen nicht. Was wir gelernt haben, ist auf jeden Fall, die reine gesundheitliche Auswirkung dieser Krise hat niemals die Freiheitseinschränkung gerechtfertigt,
die man uns auferlegt hat. Niemals. Und aus dem Grund müssen wir konstatieren, es ging nie um ihre Gesundheit. Es ging immer um die Freiheit der Menschen in diesem Land und die Freiheit wegzunehmen. Und das genau sehen wir jetzt wieder. Sie stehen hier nicht für billiges Gas. Sie stehen hier für ihre Zukunft, für ihre Freiheit und für die Zukunft ihrer Kinder. Die wird es nämlich nicht mehr geben, wenn es so weitergeht, wie die Herrschaften da oben es machen. Was hat Freiheit mit Energiekosten zu tun? Nun, das will ich Ihnen beantworten. Ganz, ganz viel. Weil die Energiekosten bestimmen nämlich, wie viel Geld Sie jeden Monat frei zur Verfügung haben. Und viele glauben jetzt, es geht um wenige 100 Euro im Monat. Und viele glauben, es geht um eine ganz kurze Zeit, die wir überbrücken müssen, bis die regenerativen Energien, die Windräder, die wir eben gehört haben, bis sie in diesem Land alle funktionieren. Wissen Sie, es gibt seriöse Studien, die uns allen klar machen, es gibt überhaupt keinen Plan, dass irgendwann die Energiewende in diesem Land funktioniert. Es gibt nämlich für die Windräder und die Photovoltaik überhaupt keine Speichermöglichkeit. Das heißt, Sie werden in einem Land leben, in dem der Strom wie in Ruanda manchmal da ist und manchmal nicht da ist. Ruanda ist ein Entwicklungsland, ein Dritte Weltland. Deutschland ist ein Industrieland. In einem Industrieland ist der Strom immer da und er ist immer bezahlbar. In einem Entwicklungsland ist der Strom manchmal da, man weiß vorher nicht, wann er da ist. Und deshalb lebt jeder in diesem Entwicklungsland auf dem untersten Level, was man sich vorstellen kann. Und das ist alles andere als frei. Jetzt überlegen Sie sich doch mal selber, wie wird es in Deutschland sein, wenn Sie 3 Stunden am Tag Strom haben und viele Unternehmen nicht mehr produzieren können. Weil das ist die realistische Perspektive. Es gibt nämlich seitens der Regierung keine Speicherlösung für den Strom. Der Grund ist, die Energiewende ist nichts anderes als eine, man kann es nur sagen, eine Lüge, ein Märchen. Ein Märchen, das schön klingt, dass diese Leute auch nicht in Dummheit, sondern aus voller Absicht den Menschen in diesem Land erzählen, weil sie nämlich in diesem Land eine willfährige Bevölkerung haben wollen, die den ganzen Tag damit kämpft, zu überleben. Das ist das Ziel dieser Menschen. Und sie wollen ein Land haben, das sich nicht mehr, wo Menschen aus dem Mittelstand nicht mehr frei entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten. Sie wollen ein Land haben, in dem die Menschen den ganzen Tag in Demut gehen, den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen haben und nur noch auf ihre politischen Götter hören, die ihnen jeden Tag sagen, was für Sünden sie begangen haben und was für Abbitte sie leisten müssen, um diese Sünden zu sühnen. Das ist das Ziel dieser Politik. Und das kann man sofort entlarven. Wir können, unser Bundeskanzler und unser Wirtschaftsminister, reden doch jeden Tag von einer Energiekrise. Es ist keine Energiekrise. Russland hat unser Gas nicht abgeschaltet. Zu keinem Zeitpunkt. Niemand hat uns gezwungen, unsere Kernkraftwerke abzuschalten. Niemand hat uns gezwungen, unsere Kohlekraftwerke abzuschalten. Niemand, kein Land der Welt hat uns dazu gezwungen. Und deshalb gibt es keine Energiekrise von außen durch böse Mächte. Es gibt eine Energiekrise der Politiker in diesem Land. Die wollen diese Energiekrise. Die wollen dieses Desaster. Und ich sage Ihnen, der Protest, den Sie hier die letzten 2 Jahre geführt haben, der hat bei der Impfpflicht Erfolg gezeigt. Weil er nämlich so groß war, weil er so dauerhaft war. Und die Politiker im Bundestag haben die Impfpflicht nicht aus Überzeugung nicht gemacht, sondern aus purer Angst. Angst vor Ihnen,